Verhaltener Jubel auf der Wahlparty der CDU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Erste Prognosen sehen die Union bei Werten zwischen 32,5 und 33,5%. Das sind zwar im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 deutliche Verluste. CDU und CSU werden aber auch im neuen Bundestag die mit Abstand stärkste Kraft bleiben. Fraglich ist nun, mit wem die Union eine Regierung bilden wird. Rechnerisch möglich ist eine Neuauflage der Großen Koalition oder eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen.